Guten Abend. Ja, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das hat ganz besonders noch mit dem Thema IQ ist nichts. Unbildung alles zu tun. Ich meine es jetzt auch im doppelten Sinne Bild. Bilder, Bildzeitung und so weiter und so fort. Zuhören. Zuhören, bevor ihr gleich wieder kommentiert. Ging ja einiges durch die Presse und überall gab es Videos wie dramatische Szenen, zum Beispiel hier betreffend diese Boeing C-17, wo die Menschen drumherum gerannt sind und alle mitfliegen wollten. So stellte man es zumindest dar. Da konnte sich kein Sender von ausnehmen, dass die Bilder schrecklich seien. Ne? Ja. Zumal das sind ja auch Menschen vom Flugzeug dann gefallen, so sollte es sein. Allerdings ist das Bild selbst da vorsichtig und sagt, diese Videos sollen ausdrücken. Ihr braucht bloß zu gucken, Bilder, Menschen fallen vom startenden Flugzeug. Das verlinke ich gar nicht erst extra. Das lohnt sich nicht. Da gibt es so viel. Ja, bloß jetzt gab es einen. Moment. Ich möchte noch mal. Ich habe das hier gesucht. Hier gab es ja die vielen Bilder. Und da ist mir doch heute noch dieses Video aufgefallen. Und zwar gleiche Überschrift, fast. Aber tatsächlich. Und das habe ich mir natürlich angeguckt, das verlinke ich euch auf jeden Fall. Ich habe das schon auf Telegram verlinkt und weiter nichts dazu gesagt. Aber tatsächlich, die Frage ist gut, ne? Also hierbei könnte es sich um ein Fake-Video handeln, sagt derjenige, der das Video reingestellt hat. Ich finde das gut, also dass die Leute immer wieder an allem zweifeln, das ist richtig. Aber jetzt gucken wir uns mal an, warum zum Beispiel. Was mir an diesen Fenstern der Boeing nicht gefallen hat, die sahen aus wie ein Modellflugzeug. Aber okay, lassen wir das. Was dem Ersteller des Videos aufgefallen ist, dass die Triebwerke ja eigentlich gar keine Verdichterschaufeln hatten. Und ob das nun gerade hektisch und dramatisch aussieht, wenn einer fröhlich winkt, könnte alles in dem Video sehen. Und dass da einer auf den Triebwerksklappen sitzt, auf den Fahrwerksklappen sitzt und erstmal mit dem Handy zu spielen scheint oder mit dem Tablet oder sonst was oder was liest, mit Maske natürlich. Das ist noch so eine Sache, die ihm da aufgefallen ist. Also ich verlinke euch auf jeden, nö, ich verlinke euch gar nichts, das seht ihr selber. Brauche ich nicht zu verlinken. Ich verlinke meine Eigenwerbung, mehr mache ich nicht fürs Buch, aber ansonsten, nö, mache ich nichts. Aber ich möchte gleich zu bedenken geben, gucken wir uns mal so eine C-17 an. Ich habe es bei Bildersuche gefunden. Da sind die ersten Verdichterschaufeln tatsächlich sehr weit im Triebwerksschacht, sodass das bei ungünstigen Lichtverhältnissen aussieht, als wenn da nichts ist. Hier fällt richtig schön das Licht da rein, da sieht man das. Und dass man sich auf die Klappen der Fahrwerke setzen kann, das geht tatsächlich. Und man kann sich hier an allerlei Öffnungen und so weiter und anderen Klappen gut festhalten. Also das geht. Ist natürlich blöd, sich darauf zu setzen, wenn das Flugzeug starten soll. Das müsste eigentlich jeder wissen, dass man dann wohl die Klappen zumacht, um die Fahrwerke einzufahren und dass dann nichts mehr ist mit Fliegen. Insofern könnte alles dies und das und jenes sein. Aber wir hatten ja schon in der Vergangenheit gelernt, dass aus ganz vielen Videos sogar, nicht bloß Bildern, aus ganz vielen Videos echt Blödsinn produziert wurde. Und da wurden, habe ich Videos gesehen, da hat man Obama mit Trumps Stimme sprechen lassen und so weiter und so fort und umgekehrt oder. Also das geht alles. Insofern fand ich das mal gar nicht so falsch, das alles in Frage zu stellen. Gut, ja, letzten Endes, wer fällt am ehesten auf alles rein? Klar, die, die nicht gebildet sind. Und die fallen auf Bilder am allerleichtesten herein. Aber okay, das war jetzt nur ein ganz schmaler Querbezug, das hat jetzt weniger mit dem Buch zu tun. Mir ging es darum, um die Authentizität dieses Videos und das muss für heute genügen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, guten Wochenstart, bis zum nächsten Video. Und Leute, macht was, damit der Wahnsinn aufhört. Aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.